What the fuck, haben wir beim letzten Auftritt einfach hier noch gekillt? Du bist krank, Köber! Was noch? Was kommt noch? Betriebe! Konzerne auf die Bühne schleifen, hinten lassen, mit Sprit übergießen und abfackeln! Haben wir gerade echt jemanden aus dem Publikum einfach gekillt, oder was? Die feiern es trotzdem. Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! Sprich mit Carrie. Wer ist Carrie? Bist du Carrie? Du wirst abstürzen! Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie! Scheiße! Nicht am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Alter, fass ich mit der richtigen Hand an. Alter. Wie crazy das alles aussieht. Meine Güte. Schade, dass es da schon war. Na, oh Mann. Oh Mann. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Ja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Alter, was geht mit dem Namen? Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gern, ha? Huh? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Du hast Angst. Du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und Scheiße, das macht dir Angst! Euch allen! Klar, Johnny ist missverstanden von ganz Night City. Das ist es, da liegt das Problem. Ich kann entweder sagen, du hast dich nicht alle, verpiss dich einfach, oder... Also verpiss dich, also... Ich kann es entweder zweimal sagen oder einmal. What the fuck? Ab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte,
dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt? Wie alt? Ja, keine Ahnung, ich will wissen, was das heißt. Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Was? Jetzt konnte ich nichts wählen. Oh, was geht hier ab? Muss ich mich vor sich stellen? Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Was heißt dieses Chumbas? Wenn es kein anderes Mal gibt? Johnny Boy? Oh. Nein! Lief jetzt nicht so dolle. Lass mich einfach in Ruhe! Johnny! Lass mich los! Shit. Der meine Frau aller. Los, Katze, lauf. Schnapp sie dir. Hab nicht ziemlich zugerichtet, was? Ist das aus der Band oder was? Und das ist der Terroristenleader. Oh, das ist Neo. Wieder ein Titel für die Folge. Genau, erstmal laden. Ein bisschen Black Screen, Blur. Perfekt. Bin ich hier, bin ich auch bei Vic? Aber Thompson, der Vorgänger. Hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Oh. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Das war Arasaka, stimmt's? Für dich ist das immer Arasaka. Weil's immer Arasaka ist. Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. So richtig. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du? Die ist halt echt gut. Standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient?
Johnny Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Oh. Die sind Runner, okay. Krass. Na gut, die sah auch echt gut angezogen aus, ne? An Thompson anlehnen. Ja. Mal ein bisschen kürzer trinken. Kürzer treten, nicht kurz trinken. Haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saga haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Was sind Chumbas? Ich check's nicht. Wenn Saga Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Nee, ich will nur Zeit spannen. Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. So. Komm, wir müssen gehen. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Ja, du kannst zusehen. Komm mit. Kannst mir über die Schulter gucken. Machst du ja scheinbar gerne. Das war geil. Die Antwortmöglichkeit muss ich einfach nehmen. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Ja, warte, ich bin gleich zurück.